Wir gehen heute zurück ins Jahr 2004. Da war Ronaldo 19 und Messi 17 Jahre alt. Und jetzt vertauschen wir einfach ihre Karrieren, indem ich Ronaldo zum FC Barcelona transferiere und Messi zu Manchester United. Von 2004 weg simulieren wir so 15 Saisons mit auch wirklich den Teams von damals und schauen, wie ihre Karrieren so rum verlaufen werden. Servus oder so und willkommen im Jahr 2004, in dem aber jetzt halt Cristiano Ronaldo beim FC Barcelona spielt und Lionel Messi bei Manchester United. Und die sehen halt auch einfach so aus wie damals. Noch dazu sind viele Teams entsprechend umgebaut. Es ist halt so ein legendärer FC Bayern. Schaut euch Schalke an, den HSV, die Hertha mit Marcelinho, Leverkusen, Werder Bremen natürlich, der VfB Stuttgart mit Kevin Kurani, dazu diese Premier League hier. Also ihr merkt, da wird es richtig krasse Flashbacks im Laufe des Videos geben. Es ist eine unglaubliche Mod. Ihr findet den Link dazu auch in der Videobeschreibung. Ich selbst habe mich für den Beginn jetzt mal dazu entschieden, Athletic Bilbao zu übernehmen, weil das ist ein Club, der würde Ronaldo oder Messi niemals holen. Aber ich werde öfter im Laufe des Videos den Verein wechseln als Trainer, um möglichst wenig Einfluss zu nehmen. Nehmt ihr jetzt aber noch gerne Einfluss darauf, wie gut das Video ankommt. Haut einen Daumen rein, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr sonst noch mit dieser unfassbaren Mod sehen wollt. Und dann geht's auch schon los mit der ersten Simulation. Wir springen ein paar Monate weiter bis in den Dezember 2004. Denn da wird zum ersten Mal der Ballon d'Or vergeben und darauf werden wir natürlich auch jedes Mal achten. Transfers können wir natürlich auch gleich abchecken. Vielleicht ist da irgendwas Heftiges passiert. Vorher aber natürlich direkt rüber in die Zentrale. Wir sehen die Neuigkeiten und der Ballon d'Or ging an Ronaldo, aber nicht an Cristiano Ronaldo, sondern an R9, der hier 28 Jahre alt ist und einen 89 hat, Wert von 31,5 Millionen. Denn auch die Marktwerte wurden hier angepasst auf die von damals. Ronaldo spielt immer noch bei Barcelona und Messi bei Manchester United. Beide sind um eine Gesamtstärke besser geworden, weil Ronaldo da natürlich schon einen krassen Vorsprung hat. Er ist schon 11 Gesamtstärken besser, aber halt auch 2 Jahre älter. Und jetzt, wie angekündigt, noch der Blick auf die Transfers. Der teuerste Transfer bis hierhin ist Kolo Touré zu Valencia. Kompany ist mit 18 Jahren zu Dortmund gewechselt. Gary Neville hat Manchester United verlassen. Marquez ist zu Leverkusen gegangen. Juan zu Liverpool. Thorsten Frings zu Juventus Turin. Und es ist noch einiges mehr passiert, aber da kann ich euch jetzt nicht jeden einzelnen Deal zeigen. Aber dann merkt man halt auch schon, wie viele Legenden hier am Start sind. Und genau das wollen Ronaldo und Messi hier auch werden. Im Real Life sind sie es natürlich schon lange, aber mit unter 20 Jahren kann man noch nicht unbedingt davon sprechen, wobei Ronaldo hier jetzt mittlerweile 20 Jahre alt ist und sich auf eine 90 verbessert hat. Und von ihm können wir uns auch die Statistiken ganz genau anschauen. Und wir sind hier nicht umsonst Trainer in der spanischen Liga. Das habe ich schon extra so ausgesucht. Zunächst mal der Blick auf die Tabelle. Und da geht es jetzt natürlich in erster Linie um den FC Barcelona, die nur Zweiter werden. Valencia ist besser mit 89 Punkten. Und das, obwohl Barca hier Spieler wie Ronaldinho, Eto'o, Iniesta, Deco, Xavi, Puyol hat. Aber Valencia ist scheinbar auch nicht schlecht mit David Silva, mit Aymar. Aber schon trotzdem krass, dass die hier besser abschneiden als der FC Barcelona. Aber vielleicht hat ja Messi einen Titel gewonnen. In der Premier League mit Manchester United. Nein, da ist Chelsea am Ende das stärkste Team. Und Messi wird mit Manchester United nur Vierter. Zumindest für Ronaldo gibt es ja auch noch den Pokalwettbewerb, aber da ist Barca gegen Real Madrid in der Runde der letzten 32 im El Clasico geflogen. Champions League-Sieger hier wird der FC Bayern, als ob. Ronaldo war mit Barca im Halbfinale. Und wo ist Manchester United? Ach, die haben einfach nur UEFA Cup gespielt und haben da das Finale gegen Arsenal verloren. Also alles in allem sind es zwei ziemlich bittere Saisons für sowohl Messi als auch Ronaldo. Aber zum Glück haben die hier noch so viel vor sich. Die können noch so extrem viel besser werden. Aber wie viele Tore hat Ronaldo jetzt eigentlich geschossen? In der Top-Torjägerliste taucht er nicht auf. Und das, obwohl er 14 Tore geschossen hat. Das ist schon richtig stark. Kam auf 36 Einsätze. Also der hat scheinbar überhaupt keine Probleme, sich beim FC Barcelona einzuleben. Ja, und ihr könnt euch beruhigen. Ich habe ihn bei den Top-Torschützen natürlich übersehen. Mal schauen, ob mir das bei Messi auch passiert, denn ich bin jetzt Trainer in der Premier League. Bin rübergewechselt zu Norwich. Und jetzt ist der Ballon d'Or-Sieger einfach. Ich glaube, es ist Del Piero, oder? Genau, Alessandro Del Piero mit 31 Jahren, 90er Gesamtstärke, gewinnt den Ballon d'Or. Es ist alles immer noch ein bisschen zu früh für Messi und Ronaldo, aber ich denke mal, das ist hier auch nur eine Frage der Zeit, bis wir einen von den beiden mit dem Ballon d'Or in der Hand sehen. Sie müssen dann mal ein paar Titel gewinnen.
ne? Das würde helfen. Hat in der letzten Saison noch nicht so richtig geklappt. Ramos ist jetzt einfach zum AC Milan gegangen, nicht zu Real Madrid, Van Persie zu Valencia. Also was zur Hölle ist hier denn bitte mit Valencia los? Wenn die jetzt schon wieder Ronaldo den Titel wegschnappen, dann geht's aber los. Zunächst schauen wir uns aber natürlich die Premier League an. Wobei Norwich ja gar nicht Premier League spielt. Hä, wie zur Hölle geht das denn jetzt bitte? Ich habe doch darauf geachtet, dass ich extra ein Team nehme, was nicht abgestiegen ist. Aber durch den Wechsel wurde die Saison wahrscheinlich irgendwie neu simuliert. Das heißt, ab sofort sollte ich immer erst zum nächsten Jahr wechseln. Dann kann ich jetzt auch einfach bei Norwich bleiben, weil die steigen ja auf in die Premier League, wo Manchester United das Ding holt. Da ist der erste Ligatitel für Lionel Messi. Wobei wir ja noch nicht mal hundertprozentig wissen, ob die beiden noch bei ihren Vereinen spielen. Auch Ronaldo mit dem FC Barcelona wird spanischer Meister. Beziehungsweise wird Meister, nicht spanischer Meister. Also er wurde spanischer Meister, aber Messi wurde halt nicht spanischer Meister. Ich hoffe, jetzt ist klar, was ich meine. Ronaldo hat jetzt mittlerweile 93 schon. 84 mit 19 Jahren ist aber auch krass bei Lionel Messi. Und noch bleiben sie bei ihren Vereinen. Genaue Statistiken von Messi gibt es dann erst in der nächsten Saison. Wobei wir ja theoretisch in den FA Cup reinschauen können. Und in den Carabao Cup. In den Superpokal natürlich. In die Champions League. Und den UEFA Cup. Barcelona war da im Finale. Also das heißt, so ein paar Statistiken können wir dann doch von beiden sehen. WM steht jetzt auch an. Da spielt Messi jetzt natürlich immer noch für Argentinien in Gruppe D. Und Ronaldo hat es in Gruppe H richtig schwer erwischt. So, hier jetzt die Teamstatistiken des FA Cups. Lionel Messi ohne einen einzigen Einsatz. Im Carabao Cup hat er zumindest einmal gespielt. Und in der Champions League zweimal. Also der kleine Argentinier hat noch so seine Probleme. Während Ronaldo beim FC Barcelona komplett gesetzt ist. Er bleibt aber in der Champions League ohne Tor und ohne Vorlage. In der dritten Saison blicken wir jetzt nicht nur auf den Ballon d'Or, sondern auch auf den WM-Sieger. Wir sind hier im Jahr 2006, bedeutet, die Weltmeisterschaft findet in Deutschland statt. Und wie realistisch ist das denn bitte? Den Titel holt Italien, nur weil der Gegner im Finale einfach Griechenland und nicht Frankreich. Deutschland wird Dritter und Portugal mit Ronaldo Vierter. Messi ist mit Argentinien im Viertelfinale rausgeflogen. Also das ist echt relativ gut vergleichbar mit der Realität von damals. Ein paar Monate später wurde auch der Ballon d'Or vergeben. Und da würde man jetzt davon ausgehen, dass den ein Italiener gewinnt. Aber nein, es ist Zlatan Ibrahimovic. Ich hätte ihn einfach fast nicht erkannt, aber er ist es. Spielt hier für Juventus Turin mit 25 Jahren, hat eine 91. Ronaldo und Messi sind nicht gewechselt. Anders als die ganzen Jungs hier. Aber ich bin mal sehr gespannt, wann es bei Ronaldo oder Messi da mal soweit ist, dass sie einen neuen Weg in ihrer Karriere einschlagen. In der Realität ist Cristiano Ronaldo 2009 zum ersten Mal gewechselt. Hier spielt er aber natürlich für Barcelona und nicht für Manchester United. Und vielleicht verändert das alles komplett. Denn Messi ist ja sehr lange bei dem Verein geblieben. Aber mal schauen. Es geht rüber in die Premier League zur Tabelle. Und da sehen wir Manchester United auf dem dritten Platz. Im FA Cup sind sie in Runde 5 rausgeflogen. Und im Carabao Cup im Viertelfinale. Den Superpokal gewinnt hier Juventus Turin. Die Champions League geht auch an Juventus Turin. Wie gut ist denn Juventus Turin hier bitte? Hier müssen wir uns gleich nochmal ganz genau anschauen. Die haben halt vorne drin die beiden letzten Ballon d'Or-Sieger. Ibrahimovic und Del Piero. Dann noch Nedved, Buffon im Tor, Thuram in der Innenverteidigung, Maicon, Makelele und Van Bommel im Mittelfeld. Also das ist schon eine sehr geile Truppe. Nicht umsonst dominieren die hier gerade den Weltfußball. Wobei Ronaldo jetzt vielleicht auch mal anfängt, da vorne mitzuspielen, denn er holt mit dem FC Barcelona den nächsten Ligatitel. Messi dagegen hat halt wahrscheinlich immer noch Probleme mit den Einsätzen. Also der ist kein unangefochtener Stammspieler bei Manchester United. 18 Spiele hat er gemacht, also ist schon besser. 3 Tore, 2 Vorlagen, aber das ist definitiv noch ausbaufähig. Dezember 2007 und mittlerweile bin ich nicht nur Trainer beim FC Malaga, sondern ist Cristiano Ronaldo auch einer der besten Spieler der Welt. Hat eine 95 und könnte jetzt eigentlich auch mal eben den Ballon d'Or gewinnen. Mal schauen, wir gehen rüber in die Zentrale, sehen das Logo des FC Barcelona, aber es ist nicht Ronaldo, sondern sein Mitspieler Andres Iniesta, der die Auszeichnung abstaubt. Aber da sieht man halt auch, was Ronaldo hier für unglaublich gute Mitspieler hat. Und deshalb sollte es doch nur eine Frage der Zeit sein, bis der hier die Champions League zum Beispiel gewinnt. Vielleicht ist es ja jetzt soweit. In der Realität damals hat er den Titel gewonnen, aber halt nicht mit Barcelona, sondern logischerweise mit Manchester United, wo jetzt Messi spielt. Hier wurde er auf alle Fälle viertbester Torschütze. Am meisten Buden hat einfach Zidane erzielt, zusammen mit Eto'o, aber Zidane spielt einfach im Mittelfeld. Also der geht komplett ab. War auch nochmal deutlich besser als Cristiano Ronaldo. Trotzdem holt der FC Barcelona die Meisterschaft. Das ist der dritte La Liga-Titel für Ronaldo. Nur für die
Copa de España reicht es einfach immer noch nicht. Superpokal geht natürlich an Juventus Turin, die Champions League wahrscheinlich auch nein. Den Titel gewinnt hier der FC Chelsea. Barcelona ist im Halbfinale gegen die rausgeflogen. Und Manchester United, was ist mit dem Team von Lionel Messi? Die haben sich gegen Inter Mailand verabschiedet. UEFA Cup noch ganz kurz, da gibt es ja immer diesen Inter Toto Cup. Ich kenne den nicht mal, der könnte auch einfach erfunden sein. Ronaldo kommt für den FC Barcelona auf 36 Einsätze, erzielt darin 20 Tore und gibt 2 Vorlagen. Das ist schon richtig, richtig stark und er wird ja nur noch besser. Und währenddessen in England gewinnt Liverpool die Champions League und Messi wird mit Manchester United nur Dritter. Mittlerweile ist Messi aber zumindest mal Stammspieler, denn von möglichen 8 Einsätzen hat er 8 bekommen. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ronaldo wird seinen ersten Ballon d'Or gewinnen. Er hat einfach hier einen gewissen Vorsprung vor Messi. Und da kommt das FC Barcelona Logo. Aber es ist wieder ein Mitspieler von Ronaldo und nicht Ronaldo selbst. Es ist Ronaldinho dieses Mal. Er ist natürlich auch brutal heftig hier. Von der Gesamtstärke her ist er aber eigentlich schlechter als Cristiano Ronaldo. Aber es kommt wohl nicht einzig und allein darauf an. An den Titeln kann es da ja auch nicht liegen, weil die gewinnen ja immer die gleichen, weil die im selben Team spielen. Und eigentlich könnte man meinen, dass die jetzt mal die Champions League gewinnen sollten. Denn als zweimal nacheinander ein Juve-Spieler den Ballon d'Or gewonnen hat, da haben die den Fußball ja krass dominiert. Messi wird wieder nur Zweiter mit Manchester United. Das reicht nicht für den zweiten Premier League-Titel und auch im FA Cup klappt's nicht. Finale verloren gegen Chelsea, Carabao Cup, Schluss im Halbfinale gegen Liverpool. Also Messi scheidet hier extrem oft sehr knapp vor Titeln. Aber generell bekommt man halt jetzt hier mal was mit, was es in der Realität so nie gab. Und das ist Lionel Messi in der schwersten Liga der Welt, der Premier League. Und wie schlecht war Barcelona jetzt bitte hier? In der Champions League, die sind einfach im Viertelfinale rausgeflogen gegen Milan, die dann das Finale gegen natürlich Juve verloren haben. Also Juve hier scheinbar der beste Verein aller Zeiten so ungefähr. Die entwickeln sich hier zu einem Real Madrid. Ersatz. Ronaldo gewinnt mit Barca immerhin die nächste Meisterschaft und hat da mit Sicherheit auch eine tragende Rolle gespielt, während Messi bei Manchester United 14 Tore erzielt hat und damit Platz 15 der Top-Torjäger in der Premier League belegt. Bei den Vorlagen ist er sogar Fünfter, also mittlerweile ist Messi endlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft von Manchester United, wo übrigens jetzt auch mittlerweile Xavi spielt. Bei Ronaldo können wir noch die Champions League-Performance abchecken und die war richtig gut. 10 Einsätze, 7 Tore und eine Torvorlage sorgt dafür, dass er drittbester Torschütze in dem Wettbewerb ist. Ich frage mich halt nur, warum zur Hölle ich den absoluten Top-Torschützen nicht kenne und warum der eine 89 hat. Wer ist bitte Dean Ashton? Wenn ich richtig gezählt habe, sind wir jetzt in der 6. Saison mittlerweile. Das heißt, wir sehen zum 6. Mal einen Ballon d'Or-Sieger. Es ist schon wieder ein Spieler vom FC Barcelona. Aber es ist schon wieder Andres Iniesta und nicht Cristiano Ronaldo. Mal schauen, ob der den Titel überhaupt noch gewinnt und ob er vor allem überhaupt noch wechselt. Denn es ist ja jetzt auch 2009 nicht passiert. Und das habe ich ja schon gesagt, im Real Life war es damals soweit. Und zack, schon ist 2010, die nächste WM steht ins Haus. In Südafrika dieses Mal. Ich bin gerade Trainer bei Getafe, das könntet ihr vorhin vielleicht schon kurz sehen. Das heißt, wir können uns gleich nochmal die Zahlen von Ronaldo in der Liga ganz genau anschauen. Der FC Barcelona ist so stark in diesem Wettbewerb. Ronaldo hat jetzt schon so oft die La Liga gewonnen, aber in den anderen Wettbewerben läuft es jetzt auch nicht besser als bei Messi. Spanischer Pokal aus im Achtelfinale gegen Real Madrid. Superpokal ganz kurz und jetzt die Champions League. Juventus Turin ist so gigakrass, Mann. Jetzt war Ronaldo sogar im Finale, aber gegen Juventus Turin hast du hier einfach keine Chance. Das ist so krass. Währenddessen gewinnt Messi jetzt aber endlich seine zweite Premier League. Das ist ja schon auch nicht schlecht. Hier sieht man Ronaldo mit 24 Toren. Dann können wir eigentlich direkt rübergehen in die Champions League und uns da nochmal Manchester United anschauen. Messi 8 Einsätze, 2 Tore und das mit den Stats, damit kann er einfach nicht zufrieden sein. WM 2010 in Südafrika. Für mich ein so dermaßen legendäres Turnier. Ich höre gerade in meinen Ohren schon die Vuvuzelas. Aber als ob den Titel schon wieder Italien gewinnt. Im Real Life ging der an Spanien, die werden hier aber nur Dritter. Von Ronaldo oder Messi noch nichts zu sehen. Auch im Viertelfinale nicht. Kein Argentinien, kein Portugal und auch kein Deutschland. Hier zwar Argentinien, die haben 2-3 gegen Schweden verloren. Portugal hat gegen die Niederlande 2-0 verloren. Aber was ist mit Deutschland? Die wurden einfach nur Gruppendritter hinter Schweden und Irland. Also das ist eine Riesenenttäuschung. Hier soll es aber natürlich weiterhin vor allem um Ronaldo und Messi gehen. Und Messi hat Ronaldo bald aufgeholt, was die Gesamtstärke angeht.
Er könnte hier definitiv auch jederzeit den Ballon d'Or holen. Aber das tut er nicht, denn es kommt ein FC Barcelona-Logo. Das ist schon wieder Iniesta. Wie krass ist Iniesta hier bitte? Gewinnt einen Ballon d'Or nach dem anderen. Und das bis hierhin, ohne auch nur einmal die Champions League zu holen. Aber es muss doch jetzt endlich mal klappen. Wir schreiben das Jahr 2011. Ronaldo und Messi haben überhaupt keinen Bock, den Verein zu wechseln. Aber gut, sie spielen ja auch bei den Teams, die in ihrer jeweiligen Liga mit die Besten sind. Krass, dass ich mit Getafe jetzt hier einfach Sechster wurde und währenddessen gewinnt. Hä? Nicht der FC Barcelona die Meisterschaft? Wo ist denn Barcelona? Hä, die wurden nur 17. Die haben 25 Spiele verloren. Was ist denn jetzt auf einmal los? Das müssen wir gleich ganz genau unter die Lupe nehmen. Cristiano Ronaldo mit dem FC Barcelona und dann kacken die jetzt hier komplett ab, oder was? Parma gewinnt die Champions League. Jetzt wird's richtig wild. Hier sehen wir Manchester United, die haben 6:0 insgesamt gegen AC Milan verloren. Und Barca ist halt Gruppenletzter geworden. Also vielleicht haben die gerade einfach keinen Keeper im Kader. Das wäre so das Naheliegendste irgendwie. Bei Messi und Manchester United lief es jetzt aber auch nicht mehr so überragend diese Saison. Aber komm, jetzt schauen wir es uns an. Was zur Hölle ist mit dem FC Barcelona passiert? Die haben doch immer noch so überragende Spieler hier mit drin. Im Mittelfeld Carrick, Iniesta, der den Ballon d'Or gewonnen hat. Cristiano Ronaldo hat eine 95. In der Defensive haben sie auch ein paar richtig gute Spieler. Aber im Tor, nee, die haben auch gute Keeper. Zwei Keeper mit einer 87. Wie sind die so krass abgestürzt? Also ich check's halt wirklich überhaupt nicht. Erklärt mir das mal sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Vielleicht hilft ja auch die Teamstatistik ein bisschen weiter. Gibt uns ein paar Informationen, aber jetzt check ich gar nichts mehr. Die Spieler mit den meisten Einsätzen haben 11 Einsätze? Wie zur Hölle ist das bitte möglich? Also irgendwas muss da richtig krass reingebackt haben. Ich finde auch bei Manchester United passen die Einsätze irgendwie nicht so richtig. In der Champions League 3 Spiele. In denen war Messi immerhin überragend. Ich hoffe mal, dass die nächste Saison das Ganze wieder repariert. Da bin ich ja dann auch wieder als Trainer in der Premier League. Die schlechte Performance, vor allem beim FC Barcelona, könnte jetzt natürlich dafür sorgen, dass Ronaldo sich dachte, hey, von dem Verein muss ich weg. Und deshalb ist er da vielleicht mit 26 Jahren weggegangen, ist er nicht. Spielt immer noch bei Barcelona, genauso wie Messi immer noch für Manchester United aufläuft. Beide haben mittlerweile eine 95 und kommen natürlich in Frage für den Ballon d'Or. Der geht jetzt aber einfach an den Chelsea-Spieler, die Bayern-Legende. Arjen Robben, 27 Jahre alt, gewinnt hier als linker Mittelfeldspieler den Ballon d'Or. Der Top-Transfer in dieser Saison ist einfach ein Regen, Carlos Abreu. Dann kommt Yaya Touré, Mario Gomez, Arda Turan, Rio Ferdinand, Sergio Busquets. Also wo die Spieler da teilweise hinwechseln, das läuft alles so ganz, ganz anders ab, als das in der Realität passiert ist. Aber genau dafür sind wir ja hier. Wir schreiben das Jahr 2012 und der FC Chelsea gewinnt die Premier League. Die Blackburn Rovers werden Dritter und Manchester United wird nur Sechster. Aua, aua, mein lieber Lionel. Du solltest jetzt vielleicht mal über einen Wechsel nachdenken. Da bringt auch ein Halbfinale im Carabao Cup nichts, ein Halbfinale im FA Cup. Superpokalsieger ist ein paar Mal die Champions League. Geht an die Roma. Auch nicht schlecht. Hier sehen wir jetzt Manchester United. Aber was ist mit Barcelona? Die haben gar nicht mitgespielt. Die waren einfach in gar keinem internationalen Wettbewerb jetzt dabei dieses Jahr, weil die ja letztes Jahr so extrem schlecht in der Liga waren. Ich hoffe mal, das hat sich jetzt wieder geändert und die kacken nicht mehr ganz so krass ab, weil das war ja wirklich extrem übel und da sind sie wieder. Zurück bei alter Stärke. Der FC Barcelona gewinnt die spanische Meisterschaft. Das ist der 6. Liga-Titel für Cristiano Ronaldo. Bei den Top-Torschützen suchen wir jetzt natürlich nach Messi. Aber wenn ich ihn nicht übersehen habe, dann ist der hier einfach nicht. Dafür aber 14 Vorlagen. Hier seht ihr seine komplette Liga-Statistik. Nach Ronaldo können wir jetzt halt echt gar nicht schauen. Ja, dann gibt es halt nochmal die Statistik von Lionel Messi, dieses Mal aus der Champions League. Insgesamt 7-mal bekommen Ronaldo und Messi jetzt noch die Chance auf den Ballon d'Or. Und gleich sind es nur noch 6-mal der FC Barcelona. Natürlich wieder Andres Iniesta. Der hat hier so eine kranke Legacy. Den kannst du scheinbar einfach nicht übertrumpfen. Der nimmt hier einen Ballon d'Or nach dem anderen mit. Und die Roma baut sich ein richtig krasses Team auf. Holen Aguero und Marcelo in dieser Transferphase. Generell wechseln so viele Spieler irgendwie nach Italien. Neuer geht von Genua zu Ajax. Das ist auch ganz, ganz seltsam. Aber der ist hier auch nicht so gut wie im Real Life. Und das schadet wahrscheinlich auch der deutschen Nationalmannschaft. Stand jetzt kann man also eher nicht davon ausgehen, dass die hier die WM 2014 gewinnen. Aber noch ist ein ganzes Jahr bis dahin. Links oben seht ihr, ich bin gerade Trainer bei Granada. Also in der Liga von Cristiano Ronaldo und der FC Barcelona.
Barcelona dominiert diese Liga absolut. Es gab dieses eine Ausnahmejahr, aber ansonsten nehmen die da komplett alles auseinander. Champions League-Sieger wird einfach Borussia Dortmund jetzt. Da können wir uns eigentlich auch gleich mal die Mannschaft anschauen. Und der FC Barcelona holt den UEFA Cup, ein internationaler Titel für Cristiano Ronaldo also. Der Intertoto Cup, der zählt auch als internationaler Titel und der geht jetzt ausgerechnet an Manchester United. Das ist insgesamt der dritte Titel für Messi, während Ronaldo jetzt schon 8 hat. Aber vielleicht kommt bei Messi ja gleich der vierte dazu. Nein, kommt er nicht, denn Chelsea ist nochmal ein ganzes Stückchen besser. Hier übrigens auch nochmal die Bestätigung, dass beide nicht gewechselt sind. Nicht, dass wir das hier alles nachschauen und dann stellt sich nachher heraus, dass die gar nicht für die Vereine gespielt haben. Ronaldo kommt auf 22 Tore in der spanischen Liga. Hier sehen wir jetzt die Top-Torschützen, die Top-Vorlagengeber der Champions League. Hier sind die Top-Torschützen. Michael Ballack sehe ich, Mario Gomez und Ronaldo auf Platz 20 mit 4 Toren. Manchester United finden wir ja nur im Inter-Toto-Cup. Ja, und da hat Messi schon ordentlich abgerissen. 13 Spiele, 6 Tore und 3 Vorlagen. Aber da ist das Niveau halt auch einfach nicht so hoch und ich habe es gerade nachgeschaut. In der Realität gab es den Wettbewerb zum letzten Mal in der Saison 2008-2009. Weil ich so Bock auf die WM habe, springen wir jetzt direkt ans Ende der Saison. Ich kann euch aber zeigen, dass Ronaldinho den Ballon d'Or gewonnen hat. Also keine Sorge, sowas wird hier nicht übersprungen. Und jetzt rein in die Premier League-Tabelle. Da ist Manchester City nur 15. Das sehe ich eigentlich ganz gerne. Aber was ist mit Manchester United? Die werden nur 4. FA-Cup-Sieger ist Aston Villa. Da war Manchester United im Halbfinale. Carabao Cup geht an Arsenal. Da war Manchester United in der dritten Runde nur. Ganz kurz. Superpokalsieger der FC Barcelona. Das zählen wir als Titel, wobei das hier jetzt natürlich kein so ein Titelduell ist, wie wir das mit den Icons teilweise gemacht haben. Hier sehen wir Manchester United aus im Viertelfinale und der FC Barcelona verliert gegen Parma. Aber Parma ist hier generell auch so krass. Also die Serie A geht so sagenhaft ab. Hinter Toto Cup wollen wir nicht vergessen und dann geht es jetzt gleich rein in die WM. Portugal in einer Gruppe mit Italien, Wales und Uruguay und Argentinien. Lionel Messi darf gegen Belgien, Ghana und Griechenland spielen. Die La Liga-Tabelle haben wir jetzt natürlich noch nicht gesehen. Aber da ist eh klar, dass der FC Barcelona Erster wird. Bei Ronaldo und Messi steht jetzt dabei, dass sie zu wichtig für den Club sind. Also es kann gut sein, dass die in diesem gesamten Video kein einziges Mal den Verein wechseln. Bei den Top-Torschützen der Premier League ist Messi jetzt übrigens überhaupt nicht zu finden. Und bei den Vorlagengebern sehe ich ihn auch nicht. Also er spielt für seine Verhältnisse eine Katastrophensaison mit nur 10 Toren und 7 Vorlagen. Obwohl er jetzt hier ja mittlerweile in seiner Prime ist. Wir sehen übrigens Nürnberg in der Champions League mit dabei. Und da ist sein Cristiano Ronaldo, 7 Torbeteiligungen in 8 Spielen in der Champions League. Also der performt hier einfach insgesamt besser als Messi. Wobei ein WM-Titel das Ganze jetzt natürlich auf einen Schlag umdrehen würde, weil der einfach so schwer wiegt. Was sehen wir jetzt hier? Zlatan Ibrahimovic für Schweden und das kann natürlich schon was bedeuten, denn England und Schweden sind im Finale. Ronaldo hat mit Portugal Argentinien mit Messi im Spiel um Platz 3 mit 2:0 besiegt. Jetzt simulieren wir noch ein paar Tage weiter. Dann sehen wir, dass England hier Weltmeister wird. Nach Deutschland müssen wir aber auch unbedingt schauen. Die sind mit 2:3 im Achtelfinale gegen Spanien rausgeflogen. Also kein WM-Finaltor von Mario Götze. Bei den Top-Torschützen sehe ich auch keinen deutschen Spieler. Rooney hat 5-mal getroffen, genauso wie Ibrahimovic. Aber Top-Torschütze ist Gurdado aus Mexiko. Da ist dann mal Thomas Müller mit 2 Toren. Bei den Top-Vorlagengebern haben wir Max Kruse mit am Start. Ja, und so sieht die deutsche Nationalmannschaft hier aus. Eigentlich schon nicht schlecht mit Lahm, Özil, Schweinsteiger, Weidenfeller im Tor, Mario Gomez, Kevin Kurani, Hummels, Khedira. Aber Weltmeister wird diese Mannschaft von England gegen dieses Schweden hier. Die portugiesische Nationalmannschaft können wir uns kurz anschauen. Und dann noch die von Argentinien, denn die spielen natürlich eine Riesenrolle hier, weil es halt die Nationen von Messi und Ronaldo sind. Solange Messi und Ronaldo weiterhin nicht den Ballon d'Or gewinnen, springe ich jetzt einfach immer gleich ans Ende der Saison. Aber ich kann es euch ja zeigen, Arjen Robben sogar mit Hahn hat ihn dieses Jahr wieder abgestaubt zum zweiten Mal. Ronaldo und Messi gehen also weiterhin leer aus. Es könnte tatsächlich passieren, dass die hier ohne einen einzigen Ballon d'Or rausgehen. Immerhin gewinnen sie aber den ein oder anderen Titel, wenn es auch nicht die Premier League für Messi ist in diesem Jahr. Und auch nicht der FA Cup und wahrscheinlich auch nicht der Carabao Cup. Genau, dann ist es ja vielleicht jetzt mal die Champions League Runde. Ronaldo verliert im Finale gegen Parma. Stimmt, und die Mannschaft wollten wir uns ja mal genauer anschauen. Das machen wir jetzt gleich. Da gehen wir rein in den FC Parma. Und checkt mal ab, wie zur Hölle die hier so extrem gut sein können. Naja, sie haben Fafan, Gilardino, Eto'o, David Villa. Hier sind jetzt auch alle nicht mehr die Jüngsten. Fernandinho, Gattuso, Marquisio, Santi Cazorla, Xavi Alonso. Okay, es ist echt kein Wunder, dass die hier so komplett zerstören. HW4 spielt da. Zusammen mit Giorgio Chiellini in der
Innenverteidigung. Im Tor haben sie einfach drei Regents, wovon einer David Wagner ist. Der könnte sogar vielleicht der deutsche Nationaltorwart sein. Also absolut krass, wie gut die sind. Und ebenso krass ist es, dass Barca jetzt mal nicht die spanische Meisterschaft holt. So sieht übrigens die Bundesliga während all dem aus. Hannover wird da einfach Zweiter. Generell ist wahrscheinlich vielen in diesem Video die Bundesliga ein bisschen zu kurz gekommen. Aber es geht halt vor allem um Ronaldo und Messi. Hier findet man Messi jetzt endlich mal unter den Top-Vorlagengeber mit 6 Stück. Hier haben wir die Top-Torschützen der diesjährigen Premier League. Und da sehe ich Ronaldo beim FC Barcelona. 6 Stück hat er erzielt in 13 Einsätzen. Dadurch, dass wir jetzt schon wieder direkt am Ende der Saison sind, wisst ihr schon, im Ballon d'Or nicht Ronaldo gewonnen, nicht Messi, sondern wieder Arjen Robben mit seinen Haaren. Man stellt sich mal vor, der hätte im Real Life auch so lange Haare gehabt. Dann hätte er vielleicht auch den ein oder anderen Ballon d'Or abgestaubt. Real Madrid hier nur 7. in der Tabelle und der FC Barcelona nur 2. Also zu Beginn war Ronaldo mit denen definitiv Serienmeister, mittlerweile läuft es da aber nicht mehr so. Die Copa de España, generell die Pokalwettbewerbe, scheinen so unmöglich zu gewinnen. Zu sein, jetzt passiert's! Ronaldo gewinnt die Champions League mit Barcelona. Damit hat endlich einer der beiden die Champions League gewonnen. Im Halbfinale gab es das große Showdown zwischen ausgehendem Manchester United und dem FC Barcelona. Dann noch der Intertoto Cup. Dann rüber zu den Spielerstatistiken. Ronaldo 22 Tore in 38 Spielen, ist der zweitbeste Spieler in dieser Liga. Wie sieht es in der Champions League aus? Da kommt er auf 9 Tore, das ist auch richtig gut. Und da unten sehen wir dann Messi mit 6 Buden. Jetzt endlich mal haben die beiden richtig was abgerissen. Die Premier League Tabelle wollen wir natürlich nicht vergessen. Ja, da Manchester United nur 5. Und trotzdem, das war mit einer der stärksten Saisons der beiden. Das muss doch jetzt endlich mal für den Ballon d'Or reichen. Aber ihr seht ja, es reicht erneut nicht. Arjen Robben ist einfach zu stark. Er hat jetzt 3 Jahre nacheinander den Ballon d'Or geholt. Das ist komplett crazy. Ich bin gerade Trainer von Charlton. Und damit bin ich zurück in der Premier League, wo Manchester United nur 8. wird. Chelsea holt den Titel ohne eine einzige Niederlage. Das sind die 9 Invincibles hier. Die Originalen gab es ja da nie. Carabao Cup gewinnt Portsmouth, die auch Manchester United im Halbfinale geschlagen haben. UEFA Superpokalsieger ist dann immerhin der FC Barcelona. Ist also der 2. Superpokalsieg für Cristiano Ronaldo und der war schon wieder im Finale mit Barcelona, aber schon wieder wurde es verloren. Also gut, was heißt schon wieder? Im letzten Jahr ist es nicht passiert, aber gefühlt Jahre davor immer. Meisterschaft hat er aber wieder geholt. Also seinen 9. La Liga-Titel. Arjen Robben, Top-Torschütze in der Premier League. Und Lionel Messi sehe ich da nicht. Ich sehe Schweinsteiger, ich sehe Ribéry und jetzt kommt Messi mal. Bester Vorlagengeber ist einfach auch Arjen Robben. Also der ist ja mal sowas von krass hier. Jetzt müsste er nur noch in der Champions League die meisten Tore erzielt haben. Aber nee, da ist es Theo Walcott für den FC Barcelona. Okay, alles klar. Ansonsten kein Messi, kein Ronaldo. Außer natürlich, ich habe es übersehen, aber ich glaube nicht. Generell könnt ihr da gern Zeug in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwas übersehe. Denn das passiert natürlich sehr, sehr einfach, weil man immer auf so viel auf einmal achten muss. Ronaldo mittlerweile 32 Jahre alt, aber spielt immer noch für den FC Barcelona. Er ist ja ein absoluter One-Club-Man, genauso wie Lionel Messi. Es gab gerade die vorletzte Chance, im Ballon d'Or zu gewinnen. Und dann kam da das FC Barcelona-Logo, aber dann ist es natürlich wieder Andres Iniesta, der Cristiano Ronaldo und Messi hier komplett die Show stiehlt. Der und Arjen Robben sind hier quasi die neuen Goats geworden. Als Trainer war ich jetzt bei Teneriffa. Die letzte Saison werden wir dann nochmal in der Premier League verbringen. Immerhin holt Ronaldo im FC Barcelona die nächste Meisterschaft. Was das angeht, kann er sich wirklich nicht beschweren. Jetzt gibt es sogar mal den Copa de España-Titel. Der hat Ronaldo noch komplett in seiner Sammlung gefehlt. Champions League-Sieger wird natürlich mal wieder Parma. Der UEFA Cup geht an Nürnberg und der Intertoto Cup an Portsmouth. Also mittlerweile sind wir hier wirklich in einem kompletten Paralleluniversum, in dem Cristiano Ronaldo aber Top-Torschütze in der La Liga wird. Theo Walcott ist der beste Vorlagengeber. In der Champions League ist das übrigens auch. Der Top-Torjäger da ist Van Persie für Parma. Ronaldo hat 9-mal getroffen. Und Lionel Messi, wo ist Manchester United? Haben die überhaupt mitgespielt in dem Wettbewerb? Ja komm, jetzt schauen wir erstmal die Premier League Tabelle an. Da wird Manchester United 5. Also die werden tatsächlich nicht Champions League spielen nächstes Jahr. Und das mit einem 95er Messi, der mittlerweile 31 ist. Und ja, Manchester United war einfach, soweit ich das jetzt sehe, in keinem internationalen Wettbewerb vertreten. Ihr sagt jetzt wahrscheinlich, ja ist doch vollkommen logisch, du hast doch die Tabelle in der Saison davor gesehen. Da haben sie sich nicht für den internationalen Wettbewerb qualifiziert, aber ich merke mir das nicht immer, weil ich muss hier auf so viele Dinge gleichzeitig achten. Wie zum Beispiel die letzte Weltmeisterschaft in diesem Video.
Eine Chance gibt es da noch für Ronaldo und Messi. Die WM 2018 in Russland. Das Spiel um Platz 3 bestreiten England und die Niederlande. Und im Finale stehen Argentinien und Frankreich. Quasi das WM-Finale 2022. Deutschland hat wahrscheinlich wieder komplett reingeschissen. Ja, die wurden Gruppendritter hinter Dänemark und der Türkei. Naja, ich simuliere jetzt nochmal ein paar Tage weiter. Und dann können wir herausfinden, ob es gereicht hat für Messi. Holt er jetzt noch einen WM-Titel mit Argentinien? Das wäre natürlich schon komplett krass. Und die WM geht aber an Frankreich. Die entscheiden das Finale für sich im Elfmeterschießen. Und damit gehen sowohl Ronaldo als auch Messi ohne einen WM-Titel raus. Was ich mich gerade frage ist, gibt es hier eigentlich Kylian Mbappé? Nee, den gibt es nicht. Aber es wäre auch crazy, weil er dann zu Beginn des Spiels irgendwie so 5 sein müsste. Top-Torschütze bei der WM ist auf alle Fälle Gomez für Argentinien. Bester Vorlagengeber Henderson. Spieler des Turniers Guedes aus Portugal. Und damit kommen wir zur letzten Chance auf einen Ballon d'Or in diesem Video. Wir sind im Jahr 2018 und ich hatte wieder kurz die Hoffnung. Aber natürlich ist es dann Andres Iniesta mit 34 Jahren, der Cristiano Ronaldo den Titel klaut. Weil der ist doch eigentlich der bessere Spieler hier mit seiner 95. Aber er kann einfach nicht mal ansatzweise mithalten mit seinem Real Life selbst. Das gleiche gilt hier aber auch für Lionel Messi. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Es gibt ein letztes Mal den Blick auf die ganzen Tabellen, zum Beispiel auf die Premier League Tabelle, und da heißt der Meister Portsmouth. Wie verrückt ist das denn mit diesem Punkt gleich mit Birmingham City, und Manchester United wird gerade mal Sechster mit Lionel Messi. Den FA Cup gewinnt auch Portsmouth, also die sind hier wirklich komplett krass. Carabao Cup, den holt Messi aber immerhin noch. Der erst 4. Titel für ihn insgesamt. Vielleicht kommt ja gleich noch einer dazu. UEFA Superpokal ist es nicht, Champions League kann es gar nicht sein, weil da haben die ja nicht mitgespielt. Es ist Palermo gegen Parma im Finale. Also zwei Vereine aus Italien. Aber UEFA Cup, Ronaldo gönnt sich. Gewinnt den Titel jetzt schon zum zweiten Mal, während der Intertoto Cup an Inter Mailand geht. Bester Torschütze der Premier League ist Daniel Sturridge für Fulham. Rooney war auch nicht schlecht. Lionel Messi ist auf Platz 16 mit 14 Toren und hat dazu wahrscheinlich noch ein paar Tore aufgelegt. 4 Stück waren es. Hier sieht man auch nochmal die komplette Mannschaft von denen. Die haben zum Beispiel Gareth Bale jetzt in der Mannschaft als Linksverteidiger. Thiago, aber das ist nicht der spanische Thiago, das ist der portugiesische. Xavi spielt immer noch hier. Und so sieht der Kader des FC Barcelona aus. Da ist dieser krasse Theo Walcott. Der hat auch nur eine 81 eigentlich. Also der ist gar nicht so heftig. Ronaldinho spielt noch mit 39 Jahren. Der hat überhaupt keinen Bock aufzuhören. Und mit der Mannschaft gewinnen die auch mal wieder die spanische La Liga. Das ist die 11. Meisterschaft für Ronaldo und sein 17. Titel insgesamt. Also es ist schon trotzdem eine sehr heftige Karriere. Aber bei weitem nicht so heftig wie im Real Life. Bei Messi ist es nochmal viel krasser. Also das hätte ich echt nicht so erwartet. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr damit gerechnet habt. Lasst noch einen Daumen da. Ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernie. Du kannst dann natürlich direkt weiterschauen, denn hier findest du mein letztes Video. Da habe ich Hoffenheim zerstört und alle gute Spieler weggenommen. Bis in 3. Liga waren. Mit einem halben Stern habe ich sie nur mit Jugendspielern wieder bis ganz nach oben bis zum Champions League-Titel geführt. Wenn du es schon gesehen haben solltest, dann findest du hier noch ein anderes Video. Also da ist für jeden was dabei.